und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, es ist mal wieder in Tamriel so, wie es aktuell draußen ist. Es ist verregnet und sogar am Donnern und Gewittern hier. Wir befinden uns immer noch hier in Schornhelm in Kluftspitze, hier in der Mitte, beziehungsweise immer noch, glaube ich, doch, wir sind auch hier schon gewesen in der letzten Folge. Mein Gedächtnis. Wir sollten auf jeden Fall mal eben mit König Emmerik sprechen und das werden wir jetzt auch tun. Da ist er. Hallo Emmerik. Hier haben wir also den Retter von Schornhelm, nehme ich an. Ihr solltet wissen, dass Baron Dorell und Gräfin Tamriel euch sehr großzügig gelobt haben. Ich schätze, ihr konntet das Portal schließen, mit dem Montclair Verstärkung herangeholt hat. Ja, Verandis Rabenwacht war bei mir und er hat das Portal geschlossen. Ich bin nicht überrascht. Verandis und ich kennen uns schon viele Jahre. Er hat die Angewohnheit, Leute nervös zu machen, aber ich habe versucht, Baron Dorell und Gräfin Tamriel zu versichern, dass er den Bewohnern von Kluftspitze treu ergeben ist. Habt ihr diesen Rezal Jul besiegt? Nein, Rezal Jul ist entkommen. Dann denke ich, dass wir die beiden aufspüren müssen. Ihn und Montclair. Ich fürchte, Montclairs Ambitionen könnten weit darüber hinausgehen, nur Kluftspitze zu erobern. Es wäre besser, wenn wir ihn jetzt sofort aufhalten. Ich werde euch helfen, so gut ich kann, Eure Majestät. Dank euch hatten wir hier in Schornhelm einen vielversprechenden Anfang. Und ich werde all meine Ressourcen dazu einsetzen, die Stadt schnellstmöglich zu befestigen. Hier sind wir jetzt sicher. Doch wir müssen dafür sorgen, dass dem auch so bleibt. Und wir haben einen verzierten Schild von Z. Dunkelschritt erhalten. Schornhelm ist vielleicht sicher. Aber Berichte aus anderen Teilen des Königreichs sagen, dass Montclair überall für Ärger sorgt. Gräfin Tamriel und Baron Dorell nehmen jeweils eine Abteilung der Schornhelmwache und untersuchen diese Berichte. Wie kann ich euch helfen? Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, halte ich euch für am besten geeignet, um Rezal Jul zu verfolgen und sicherzustellen, dass er nicht noch mehr Portale nach Schornhelm öffnet. Hat Verandis vielleicht einen Verdacht geäußert, wohin diese Ratte gehuscht sein könnte? Verandis wollte der Sache selbst nachgehen. Dann würde ich vorschlagen, dass ihr euch ihm anschließt. So wie ich Verandis kenne, ist er zum Kastell Rabenwacht zurückgekehrt, um etwaige Hinweise zu untersuchen, die er aufgetrieben hat. Ihr findet das Kastell westlich der Stadt bei der Ortschaft Schattenkamm. Ich zähle auf euch beide, dass ihr Rezal Jul aufhaltet. Und zwar bald. Ich werde sofort zum Kastell Rabenwacht gehen. Ich sollte euch warnen. Das Kastell Rabenwacht ist so seltsam wie der Mann, dem es gehört. Seine Familie ist sehr alt und sie haben seltsame Traditionen. Aber sorgt euch nicht. Ich bezweifle nicht, dass er auf unserer Seite steht. Wir können uns auf alles verlassen, was er sagt. Kann ich euch ein paar Fragen stellen, bevor ich aufbreche? Natürlich. Ich bin eine wahre Fundgrube an nutzlosen Informationen und ich teile sie sehr gerne. Der Mann gefällt mir zumindest seinen Humor. Woher kennt ihr Verandis? Ich kenne den Grafen Rabenwacht schon seit meiner Kindheit. Mein Vater schickte mich eine Zeit lang zu ihm in die Lehre. Haus Rabenwacht ist eines der ältesten Adelshäuser von Kluftspitze. Ein beträchtliches Erbe. Und Verandis wird ihm durchaus gerecht. Da muss doch noch mehr dahinter stecken. Nun, wenn ihr es unbedingt wissen müsst, er ist einer der Gründe, warum ich diese Krone trage. Als ich die Gründung des Bündnisses zum ersten Mal vorschlug, waren viele gegen mich. Doch Verandis unterstützte meine Pläne ohne äußeren Ansporn und half mir, das Blatt zu meinen Gunsten zu wenden. Warum würde er so etwas tun? Ich glaube, er tat es, weil er das Blutvergießen leid war und wusste, dass ich mich stets für den Frieden einsetzen würde. Wenn ich diesen Konflikt beenden und die Ordnung hier wiederherstellen kann, werde ich meine Schuld gegenüber Verandis als beglichen erachten können. Wie lange werdet ihr in Schornhelm bleiben? So lange wie nötig. Ich wusste, dass sich die Adelshäuser den Thron nicht auf Dauer würden teilen können. Ich hätte schon vor Jahren jemanden aussuchen sollen, der über sie alle regiert.
Um ehrlich zu sein, gebe ich mir einen Teil der Schuld für die Lage hier. Und es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie geklärt wird. Warum habt ihr keine Armee mitgebracht? Das letzte Mal, als ich eine Armee nach Kluftspitze führte, tat ich es, um Ranzers Krieg zu beenden. Das ist nichts, woran ich diese Region erinnern wollen würde. Außerdem ist es besser für alle Beteiligten, wenn Kluftspitze seine Probleme alleine löst. Habt ihr schon etwas aus dem Westen gehört? Vor allem Gerüchte und wilde Geschichten. Wir haben eine Depesche von Hauptmann Janev erhalten. Offenbar ist in der Siedlung Schattenkamm irgendetwas passiert. Etwas so Verheerendes, dass der Hauptmann ein Flüchtlingslager errichten musste. Was könnt ihr mir über Schattenkamm erzählen? Nur sehr wenig. Es ist eine kleine Ortschaft am Fuß der westlichen Berge. Da ihr schon in diese Richtung auszieht, um euch mit Verandis zu treffen, könntet ihr dann vielleicht auch dort vorbeischauen? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr herausfinden könntet, was dort eigentlich vor sich geht. Natürlich, natürlich. Ich befürchte, dass wir damit jetzt wieder so zwei Stränge bekommen haben, in Sachen Hauptgeschichte. Wenn ich übrigens zwischendurch mal eben innehalte oder so, dann liegt das nicht am Spiel selber, sondern das liegt daran, dass es draußen gerade richtig heftig am Regnen ist und eigentlich Gewitter angesagt war. Deswegen muss ich da immer mal ein Auge drauf halten. Im Moment haben wir allerdings nur ein Ziel angezeigt. Nämlich Castell Rabenwacht, also die Sache mit Verendis. Wo hat er gesagt? Hoppala. Wo hat er gesagt, wo wir jetzt vorbeischauen sollen? Ich weiß es nicht. Aber er hat uns auf jeden Fall keine zwei Orte gegeben, wo wir rumlaufen sollen. Das ist erstmal auf jeden Fall schon mal positiv. Ja, ich denke, das wird wohl noch etwas länger dauern. Muss mal eben schauen. Hier ist der Ausgang. Wie weit das Ganze jetzt ist. Ja. Das wird noch etwas länger dauern. Das heißt, wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. Bis gleich. So, hier ist offensichtlich einiges passiert. Ich bin einfach nur dem Weg gefolgt, aber plötzlich stand ich hier an einer heruntergebrochenen Mauer. Ihr trinkt zu schnell. Ihr wollt dem armen Kallin doch nicht wehtun. Wir müssen trinken, damit wir stärker werden. Ich möchte bereit sein, wenn Montclair kommt. Das ist nicht unsere Art, mein Kind, und das wisst ihr. Hört auf zu trinken, sofort. Gut, mir doch egal. Ich meine, es tut mir leid, Graf Verandis. Ihr wisst, dass ich nur helfen will. Natürlich, mein Kind. Und jetzt räumen wir unser Mahl beiseite und begrüßen unsere Freundin. Wie immer vielen Dank, Kallin, dass ihr euer Lebensblut mit uns geteilt habt. Ich lebe, um zu dienen, mein Herr. Ja, und wie es ja schon angedeutet hatte oder eigentlich schon offen gesagt hatte, befinden wir uns hier in einem sehr seltsamen Bereich. Ich entschuldige mich, wenn dieser Anblick euch unangenehm ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr während unserer Essenszeit eintrefft. Warum ich meine wahre Natur verstecke? Nun, sagen wir, Emmerich hat darauf bestanden. Und dem Großkönig widersetzt man sich nicht so leicht. Ihr seid ein Vampir? Man hat mich schon Schlimmeres genannt. Doch ich betrachte mich und meine Gefährten lieber als Empfänger einer besonderen Gabe. Wir schämen uns nicht für unseren Zustand. Wir sind keine Monster. Das ist der Augenblick, in dem ihr jetzt erschrocken schnaufen und fragen müsst, wie soll ich euch trauen? Genau das meine ich. Ihr seid ein Vampir. Nein, wir sagen natürlich, weil wir auch schon so Sachen wie Twilight oder Vampire Diaries gesehen haben, Großkönig Emmerich sagte, dass ich euch vertrauen soll. Der Großkönig ist ein weiser Mann. Und gerade deshalb habe ich ihn und nicht den wahnsinnigen König Ranzer unterstützt. Wir besitzen alle die Fähigkeit, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Vor langer Zeit habe ich mich entschieden, in Frieden mit der Welt der Sterblichen zu leben, anstatt sie als Nahrungsquelle zu sehen. Könnt ihr mir irgendwas erzählen, das uns helfen wird, mit Montclair fertig zu werden? Ihr habt es geschafft, Resaljul zu vertreiben und Schornhelm zurückzuerobern. Das ist keine kleine Leistung, wie ich euch versichern kann. Doch Emmerich braucht unsere Hilfe, um in Kluftspitze wieder Ruhe einkehren zu lassen. Ihr müsst verstehen, in Montclair steckt mehr als nur einfacher Ehrgeiz. Das habt ihr zuvor bereits angedeutet. Verratet mir, was ihr damit meint. Geht ein paar Schritte mit mir und ich werde es euch erklären. Es gibt vieles, was ich euch zeigen muss und die Zeit wird knapp.
Okay, bitte gerne. Sorgt dafür, dass Gwendis sich benimmt, Adusa. Der arme Kallin braucht eine Weile, bis er sich erholt hat. Keine Nachspeise für das Nesthäkchen. Dafür wird Adusa sorgen. Um den Weg zu verstehen, den Montclair beschreitet, müssen wir verstehen, wie er ihn überhaupt begonnen hat. Ich glaube, dass sich der Schlüssel zum Sieg über ihn in meinen eigenen Erinnerungen verbirgt. Erinnerungen sind flüchtige Schatten. Sie verstecken Wahrheiten hinter unserer eigenen Wahrnehmung. Aber was, wenn jemand anderes sie untersuchen könnte? Was könnten andere sehen, was uns verborgen bleibt? Ich würde gerne etwas ausprobieren, wenn ihr mitmachen wollt. Mit diesem Trank hier könnt ihr auf eine Traumreise durch meine Erinnerung gehen. Vielleicht sehen eure Augen ja, was mir entgangen ist. Ich würde niemals einen Außenseiter in meine Erinnerungen lassen, wenn ich es nicht für unerlässlich hielte. Die Erinnerungen, die wir uns anschauen werden, sie sind schmerzhaft für mich. Ich bitte euch schweren Herzens, euch mit mir auf diese Reise zu begeben. Ich muss mehr erfahren, bevor ich dem zustimme. Dann stellt eure Fragen. Ich werde auf alles antworten, was ich kann. Was ist denn diesen Trank? Nichts, was euch schaden könnte. Seid euch dessen versichert. Diese Mischung enthält verschiedene Kräuter, Dämmernektar und ein paar Tropfen meines Blutes. Aber keine Sorge. Es braucht mehr als nur ein paar Tropfen, um jemanden in einen Vampir zu verwandeln. Was, wenn ich den Trank nicht trinken will? Dann erfahren wir nichts Neues. Montclair treibt seinen Feldzug weiter voran und Kluftspitze wird schließlich fallen. Das ist unausweichlich. Bitte, wie ihr noch sehen werdet, habe ich so manchen blinden Fleck, was Montclair angeht. Ich brauche eine unverbrauchte Sicht auf die Dinge, um über unseren nächsten Schritt zu entscheiden. Warum ich? Warum nicht einer von euren Vampiren? Sie kennen mich zu gut und sie sind es gewohnt, sich meinem Willen zu fügen. Sie haben weder den nötigen Blickwinkel noch die erforderliche Distanz, um mehr zu erkennen als ich. Ich brauche jemanden, der ihren Wert schon bewiesen hat. Jemand eher Fremdes, der ich vertrauen kann. Na gut, dann mal auf. Ich muss schon sagen, es ist ziemlich komisch, euch als mich zu sehen. Mutter, bitte, du musst die Medizin nehmen. Resaljul kann dir helfen. Oh, meine liebe Tochter, so kann das nicht weitergehen. Ich möchte meine letzten Tage nicht als Versuchsobjekt verbringen. Lass mich stattdessen bei denen sein, die ich liebe. Auch im Nachhinein ist es noch schwierig, sich das anzusehen. Ihr Schmerz, wie sie gelitten hat. Sie war so tapfer. Es muss doch noch etwas anderes geben, was wir tun können. Kann ich einen Augenblick mit euch sprechen, Verandis? Laila hat nicht viel Zeit. Das weiß ich. Sie weiß es. Sie versucht so stark zu sein, aber ich habe geschworen, dass ich das nie von euch verlangen würde. Es steht gegen alles, woran ich glaube. Aber verdammt, sie ist meine Frau. Ich will sie nicht verlieren. Nein, mein Freund, das könnt ihr nicht von mir verlangen. Ich weiß, ich weiß. Ihr habt einen Eid geschworen. Niemand sollte solche Dinge durchleiden müssen wie jene, die ihr aufgrund eures Wesens durchmachen musstet. Aber ihr lebt. Das ist mehr, als meine Frau von sich sagen kann, wenn ihr ihr nicht helft. Sie verdient ein besseres Schicksal, als eine Vampirin zu werden. Ihr könnt diese Entscheidung nicht für sie treffen. Noch kann ich das. Aber ihr könnt ihr eine zweite Chance geben. Ich weiß, dass sie euch am Herzen liegt. Ihr könnt nicht einfach dastehen und zuschauen, wie sie stirbt. Also da hier ja auch beisteht, dass wir sie dann fragen werden, sag ich mal, ihr habt recht. Lasst mich Laila fragen, was sie tun will. Danke. Ich weiß, dass sie die richtige Entscheidung treffen wird. Sie mag nicht länger die Frau sein, die ich kenne, aber wenigstens wird sie leben. Sie wird bei mir sein. Ich kann sie immer noch lieben. Streng genommen kann er sie auch so lieben, nur sie wäre dann nicht mehr da, ne, wenn sie tot ist. Mein lieber Freund Verandis, ich bin froh, dass ihr hier seid. Ihr wart immer so gut zu unserer Familie. Ich habe euch nie wirklich dafür gedankt. Ihr braucht mir nicht zu danken. Ihr seid auch mir eine gute Freundin. Verandis, wenn ich tot bin,
Ihr müsst weiter über meine Familie wachen. Villon wird eure starke, ruhige Art noch mehr brauchen als je zuvor. Es gibt eine Möglichkeit, dem zu entgehen, Layla. Nein, mein Freund. Eure Gabe ist nicht die Lösung. Nicht für mich. Ich weigere mich, ein Dasein zu akzeptieren, das mich zwingt, dabei zuzuschauen, wie mein Mann und jeder, den ich kenne, vor meinen Augen altert. Natürlich, Layla. Wie ihr wünscht. Das stimmt nicht. Ich kann mich vage erinnern, mit jemand anderem gesprochen zu haben. Aber warum entwischt es mir? Ihr müsst euch umsehen und das finden, was wir übersehen haben. Mach ich. Rezal Jul. Das ist hoffnungslos. Baron Montclair zwingt mich, Tränke zu mischen, von denen ich weiß, dass sie nichts bringen. Wenn er mir zuhören würde, könnte ich ihm genau zeigen, wie er seine Frau heilen und ihre Leiden beenden kann. Wovon sprecht ihr? Ich spreche von Wissen und uralter Magie. Ich spreche von den vergessenen Künsten der Aileiden selbst. Würdet ihr unserer Fürstin wirklich die Chance auf ein Heilmittel verweigern, woher es auch stammen mag? Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass die Baronin geheilt wird. Ich besitze zufälligerweise ein Aileiden-Relikt. Oder zumindest ein Bruchstück davon. Doch der Baron hört nicht auf mich. Vor allem nicht, seitdem unsere Fürstin sich weigert, meine Hilfe anzunehmen. Wenn ich euch diesen Stein geben würde, würdet ihr ihn dann dem Baron zeigen? Er hört auf euch, mein Freund. Holt das Bruchstück. Ich werde Villon überzeugen, es zu benutzen. Ich wusste, ich kann auf euch zählen, Verandis Rabenwacht. Ohne eure Hilfe, meine Freundin, hätte ich mich nie daran erinnert, dass Rezal Jul uns zum Aileiden-Relikt geführt hat. Was ich wohl sonst noch so alles vergessen habe. Verandis, lebe hoch! Durch ihn hatte ich die Möglichkeit, meine wunderschöne Frau zu retten. Auf unseren lieben Freund Verandis. Wie können wir das je wieder gut machen? Er ist fantastisch, nicht wahr? Und so attraktiv. Aber ich möchte auf diesen Wein hier anstoßen. Bei den Göttlichen, was für ein vorzüglicher Tropfen. In diesem Augenblick waren wir so glücklich. Wir waren alle zusammen, Freunde und Familie. Und wir genossen die Gesellschaft. Zum letzten Mal. Könnte ich euch wohl kurz sprechen, Verandis? Allein? Ich erinnere mich nicht, mit Layla gesprochen zu haben. Warum kann ich mich daran nicht erinnern? Kümmert euch nicht um Villon. Er ist nur wütend, dass die Wirkung der Scherbe vergangen ist. Er weiß, dass ihr nicht wolltet, dass mir das passiert, Verandis. Rezal Jul wusste die ganze Zeit von dem aileidischen Relikt. Er hat mich überzeugt, es Villon zu geben. Warum habe ich mich nicht daran erinnert? Und diese Erinnerung. Ich erinnere mich an die Feier, die Trinksprüche. Aber dieser Moment, als ich mit Layla sprach, daran erinnere ich mich nicht. Erzählt mir mehr über diese Feierlichkeiten. Wie ich mich jetzt erinnere, hat mir Rezal Jul das Bruchstück gegeben. Ein Teil eines Aileiden-Relikts. Ich habe es Montclair gezeigt und er wiederum hat es benutzt, um seine Frau zu heilen. Von einer Nacht auf die andere hatte sich Layla erholt und war wieder auf den Beinen. Es war wirklich fast wie ein Wunder. Dieses Bruchstück hat sie geheilt? Nicht ganz. Es hat uns geholfen, aber ich weiß nicht mehr warum. Wir waren hier und feierten, dass Laylas Zustand sich besserte, als... Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Ich bin mir sicher, dass der Schlüssel in meinen Erinnerungen versteckt ist. Bitte. Erforscht diesen Augenblick und seht nach, was ihr erfahren könnt.
So, da hinten. Oh. Verandis, ihr dürft nichts sagen. Bitte. Ich bin sicher, das wird vorbeigehen. Ich brauche nur den Stein. Noch eine Behandlung und es wird mir gut gehen. Leider, es geht euch nicht gut. Nur ein kleiner Schwindel und etwas Unwohlsein. Es muss all diese Aufregung in letzter Zeit sein. Verandis, ich glaube, dieses steinerne Bruchstück ist nicht mächtig genug. Es hilft, aber seine Wirkung hält nicht an und jetzt fühle ich mich leer. Ich kann es nicht erklären. Wir müssen Voulon davon erzählen. Nein, lasst ihn in Ruhe. Er ist gerade so glücklich. Ich ertrage es nicht, wenn er sich Sorgen macht. Wenn er neben dem Bett sitzt. Ganz ohnmächtig, von Trauer übermannt. Nicht schon wieder. Dieses steinerne Bruchstück, es ist offenkundig Teil von etwas Größerem. Könnte das Heilmittel sein, nach dem wir suchen? Ich weiß es nicht. Vielleicht finden sich in den Aleiden-Folianten, an denen Resal Jul geforscht hat, noch mehr Informationen. Sprecht mit dem Argonier. Seht nach, was er herausgefunden hat. Wir brauchen das größere Relikt oder zumindest ein größeres Bruchstück. Ich frage nur ungern, aber ich muss euch um einen letzten Gefallen bitten. Für Villon, für mich. Natürlich, Leila. Ich werde mit Resal Jul sprechen und herausfinden, was er denkt. Ich wusste, ich kann auf euch zählen, mein teurer Freund. Jetzt muss ich mich sammeln und zur Feier zurückkehren. Aber ich glaube, ich gehe heute früh zu Bett. Ich brauche sicher nur ein bisschen mehr Ruhe. Ja, so fängt das dann an. Erfahrt das Geheimnis der zweiten Erinnerung. Aha. Verandis, mein Freund. Ihr müsst euren Mündeln erlauben, ab und zu rauszugehen und Spaß zu haben. Die arme Gwendis hier hat viel Spaß, aber es scheint, als hätte sie vorher nie einen guten Wein probiert. Nehmt euch doch einen Stuhl und gesellt euch zu uns. Villon, wir müssen darüber reden. Ach, nicht das schon wieder, Verandis. Und vor allem nicht jetzt. Wir feiern hier. Leila erholt sich langsam. Sie wird wieder gesund. Ich habe meine Frau zurück. Und das alles nur dank dieses bemerkenswerten Stück Steins, das ihr mir gegeben habt. Euer Argonia hat ihn gefunden, nicht ich. Was spielt das für eine Rolle? Wenn ihr nicht gewesen wärt, dann hätte ich nie versucht, derlei Magie zu benutzen, um Leila zu heilen. Außerdem wird Resal Jul für seine Dienste belohnt werden. Dafür werde ich höchstpersönlich sorgen. Aber Resal Jul hat den Stein nie erwähnt. Er brachte mir immer nur Tinkturen und alchemistische Gebräue. Er hatte einen wilden Plan nach dem anderen, so ist es immer. Aber dank eurer raschen Auffassungsgabe haben wir die Macht des Steins genutzt. Doch jetzt feiern wir unseren Erfolg. Fühlt sich Leila so viel besser? Besser? Ja, aber sie ist noch nicht ganz geheilt. Es ist nur eine Frage der Zeit, da bin ich mir sicher. Doch sie kann wieder aus dem Bett aufstehen. Sie malt sogar wieder. Das hat sie seit, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, seit sie das letzte Mal gemacht hat. Bald ist es wieder so, als wäre nie etwas gewesen. Irgendetwas stimmt nicht mit diesen Steinen. Das macht mir Sorgen. Mein guter Verandis, es vergeht kein Tag, an dem ihr euch nicht über irgendetwas Sorgen macht. Das ist nun einmal eure Art. Und hört jetzt auf, solch düstere Fragen zu stellen. Und seid einfach nur dankbar dafür, dass uns dieses Relikt in die Hände fiel. Es hilft. Das ist alles, was zählt. Ja, er malt sich das Ganze offenbar schön. Resal Jul tiefer. So, okay. Da ist er. Faszinierend, nicht wahr? Dass so ein kleiner Felsen so viel Macht beinhalten kann. Spürt ihr es? Als ob es nach mir ruft, wie die Monde die Gezeiten anrufen. Stellt euch vor, wozu das Relikt, von dem er kommt, imstande ist. Warum habt ihr Moncler nicht den Stein gegeben? Warum musste ich das tun? Der Baron hat mir nicht zugehört. Wir brauchten jemanden, dem er noch mehr vertrauen würde.
an den er noch mehr glaubte. Und dieser jemand seid ihr, Graf Verandis. Jetzt ist die Baronin auf dem Weg der Besserung und im Haus Montclair herrscht wieder zufriedenes Glück. Der Stein reicht nicht. Layla ist immer noch krank. Nun, das ist bedauerlich. Aber es ist nur ein kleines Stück von einem größeren Relikt, nicht wahr? Ich habe die Aileiden-Manuskripte studiert. Es gibt vielleicht noch mehr, was wir für die arme Baronin tun können. Spuckt es aus, Sargonia, und sprecht frei heraus. Ich habe den Stein im Besitz von König Ranseers königlicher Historikerin gefunden, als ich damals an Ranseers Hof diente. Sie hatte eine recht interessante Sammlung, einschließlich des Aileiden-Manuskripts, das ich übersetzt habe. Vielleicht könnt ihr meine Arbeit überprüfen? Wo sind die Aileiden-Manuskripte? Die Manuskripte sind weggeschlossen, aber meine Notizen sind noch in der Bibliothek. Bei der Übersetzung fielen mir ein paar Begriffe auf. Leben, Tod, Klippe. Ich bin mir sicher, sie haben etwas zu bedeuten. Werft einmal einen Blick darauf und sagt mir, was ihr davon haltet. Vielleicht kann der Text uns zu dem mächtigeren Relikt führen. Ja, das erinnert mich übrigens daran, fällt mir gerade ein, dass ich genau dieses Haus tatsächlich als mein Vampirhaus eingerichtet habe, zufälligerweise. Und ich zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht mehr daran gedacht habe, dass das hier in dem Spiel, also sprich hier in dieser Quest ebenfalls so ist. Ist schon ganz lustig. Wenn ihr das Haus mal sehen wollt, könnt ihr gerne auf Alpha-Würfeln gucken. Da habe ich alle meine Häuser soweit hochgeladen. Ich würde es gerne vorlesen. Hallo? Sorgte dafür, dass wir mit jedem Atemzug Leben, Gesundheit, Lebenskraft einatmen. Mit jedem Samen, Felsstein, den wir einpflanzen, würden wir mehr gedeihen. Wie kann man denn einen Felsen oder einen Stein einpflanzen? Kein Tod, keine Seuche, keine Krankheit, kann uns etwas anhaben. So mächtig ist das Licht, die Sonne, das Feuer. Nur das verbliebene Überbleibsel kann die Macht des unbekanntes aleidisches Wort in sich bewahren. Es lebt, wie auch wir leben. Es reagiert auf Gefühle, Emotionen, Gedanken. Es macht unsere Existenz, unser Überleben, unsere Reise besser. Die Klippe, der Gipfel und das verbliebene Überbleibsel, Fragment, sind eins. Hier wird es auf ewig bewacht, beschützt, versteckt sein. Wir haben eine zweite Gemeinschaft, einen zweiten Außenposten, eine zweite Höhle in den Hügeln östlich der Klippe des Gipfels gegründet. In dieser Gemeinschaft, diesen Außenposten, dieser Höhle, inmitten der Hügel haben wir unseren Folianten, unsere Schriftrolle, unsere Tafel, mit Geschichte, Namensklatur, Theologie, versteckt, weil es dort sicher, geschützt, beruhigend ist. Okay, das wäre jetzt vielleicht nicht so wichtig gewesen. Jetzt erinnere ich mich. Die Übersetzung. Wir haben sie falsch verstanden. Wir haben angenommen, dass die Klippe ein mächtiges Heilartefakt enthält. Aber wir haben uns geirrt. Aber diese Gemeinschaft der Hügelseite, warum habe ich mir das nie näher angeschaut? Wisst ihr, was das heißt? Nicht genau. Noch nicht. Aber ich werde es herausfinden. In der Zwischenzeit gibt es noch mehr Erinnerungen, die ich euch bitten würde zu erkunden. Wir sind zur Unheilsklippe hinaufgestiegen. Und dort wurde dann alles anders. Was ist die Unheilsklippe? Ein gefährlicher Gipfel, der sich in den Bergen nördlich von hier erhebt. Er war schon immer ein heimgesuchter, verlassener Ort. Sucht nach allem, was mir entgangen sein könnte. Doch vor allem möchte ich, dass ihr seht, was mit Montclair geschah. Ich möchte, dass ihr versteht, warum er aufgehalten werden muss. Hallo? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Jetzt. Wir hätten die Wachen nicht zurücklassen sollen, Villon. Wer weiß, was uns sonst noch so alles begegnet.
Uns blieb keine Wahl, Mutter. Dir geht es immer schlechter und wir konnten nicht auf sie warten. Ich bleibe hier und sichere den Rückweg. Halte Ausschau für den Fall, dass die Wachen zu uns aufschließen. Ihr anderen müsst Danke, weitergehen. Danke, Gwendis. Zumindest ihr habt noch Ehre in euch. Willon, du musst aufhören, Verandis die Schuld zu geben. Das war nicht sein Fehler. Oh, ich glaube, wir müssen kämpfen. Eileidische Skelette? Oh, sollte vielleicht laufen. Geister? Spielt keine Rolle. Nichts wird uns aufhalten. Wartet, bis wir den Weg freigemacht haben, Layla. Komm schon. Kommt doch einfach mal alle auf einmal. Komm schon! Mutter hält nicht mehr lange durch. Komm, lauf, alter Mann, lauf! Ich muss hier durch. Diese lebendigen Knochen. Warum wollen sie uns vor dem Relikt fernhalten? Denkt ihr, dass es die Überreste der Aileiden sind, die einst hier lebten? Nun, sie werden mich nicht aufhalten. Unerheblich, was ihre Gründe sind. Meine Sache ist wichtiger. Seid ihr sicher, dass wir diese Sache durchziehen wollen? Willon? Ich war mir in meinem ganzen Leben einer Sache noch nie so sicher, Verandis. Ich würde alles aufs Spiel setzen und alles opfern, um die Frau zu retten, die ich liebe. Eine Schande, dass man das nicht von uns allen behaupten kann. Ich habe nur getan, worum Layla mich gebeten hatte. Sie hat sich Sorgen um euch gemacht. Ihr habt getan, was Layla wollte? Was ist mit dem, was ich wollte? Ihr habt es euch von ihr ausreden lassen, als ich euch ausdrücklich darum gebeten hatte, sie zu euresgleichen zu machen. Nun, die Zeit des Bittens und Bettelns ist vorbei. Wir sind nur euretwegen hier und wir werden genau tun, was ich sage. Wir werden meine Frau retten. Tut mir leid, dass es so weit gekommen ist. Bedauern hilft uns hier nicht weiter. Wir müssen das aileidische Relikt finden. Das ist alles, was im Augenblick zählt. Aber vergisst nicht, uns gehen die Möglichkeiten aus. Das ist unsere letzte Chance, um Layla zu retten. Und ich werde nicht zulassen, dass ihr sie verspielt, Vampir. Ja, dann laufe ich jetzt mal alleine durch, so wie es aussieht. Was für ein beeindruckendes Bauwerk. Das Relikt in diesem Monolithen muss wahrlich mächtig sein. Ich hab Angst. Beeile dich, Layla. Vertrau mir. Bald bist du geheilt. Und dann können wir diesen schrecklichen Vorfall hinter uns lassen. Sieht ziemlich genauso aus wie diese eine Quest, die wir hatten mit, mit den Stibbons in Galtarfen. Es ist soweit. Das Relikt wartet hinter dieser Tür. Wir haben es geschafft. Wir haben die Spitze der Unheilsklippe erreicht. Jetzt können wir endlich das Geheimnis des alten aileidischen Relikts entdecken und meine Frau retten. Ich spüre die Macht des Relikts. Sie fühlt sich für mich nicht sonderlich gut an. Eure Furcht trübt eure Empfindungen, Verandis. Das ist nur das Pulsieren uralter Magika. Der Herzschlag eines mächtigen Relikts. Unsere Absichten sind rein. Wir trachten nur danach, das Leben meiner Geliebten zu retten. Diese Kreaturen haben keinen Grund, um uns aufzuhalten. Willon, wir müssen vorsichtig sein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Hat euch euer Mut verlassen, Vampir? Ihr habt die Ruhestätte dieses Relikts entdeckt und dafür danke ich euch. Doch jetzt müssen wir die Reliktkammer erreichen und meine Frau retten. Danach könnt ihr tun, was immer ihr wollt. Und nun lasst uns gehen. Ich habe da kein gutes Gefühl bei. Ich glaube, mich an einige Sachen wieder erinnern zu können. Bei den Acht!
Könnt ihr die Kraft des Relikts spüren, Verandis? Diese Macht. Irgendetwas an ihr fühlt sich für mich falsch an. Genug von eurem ständigen Gewinsel, Verandis. Seid ihr ein Vampir oder ein Küchenmädchen? Das ist genau das, wonach wir gesucht haben. Das habt ihr selbst zu mir gesagt. Der Aileiden-Text sprach von einem Latta, einem Licht. Das hier ist es. Das hier wird leider heilen. Wir haben nie herausgefunden, warum die Aileiden dieses Relikt in diesen abgeschiedenen Turm versteckt haben. Es gibt viele Taten der Aileiden, die uns heute unerklärlich erscheinen. Sie waren ein seltsames Volk. Doch das wird uns nicht aufhalten. Ihr könnt ja beiseite treten und nur zuschauen. Aber wir werden meine Frau retten. Ich würde mein Leben, selbst meine Seele dafür geben, meiner teuren Layla zu helfen. Und nun lasst uns anfangen. Fürchte dich nicht, meine liebste Layla. Bald schon wird das Licht deinen Schmerz hinwegwaschen. Das wird funktionieren, Baron. Die Macht dieses uralten aileidischen Überbleibsels, sie ist beinahe überwältigt. Das wird schon wieder, Mutter. Halt einfach durch. Das Überbleibsel wird dir helfen, meine Liebe. Es wird dir gehen wie neugeboren. Da passiert etwas. Ich spüre die Macht. Okay, Milo, das sieht gar nicht gut aus. Ich habe ein ganz seltsames Gefühl. Verandis, wir brauchen euch. Wir brauchen eure Macht. Schnell, berührt das Relikt und helft uns. Also wir sollen es wirklich... Okay... Anjamis Alata, Malatua Latamita, Joranem, Vasha Anja Belda Sanke. Vater, was passiert mit uns? Es funktioniert. Schon bald wird die Macht unser sein. Nein. Was hast du getan? Das bin nicht ich. Das wollte ich nie. Bitte. Verandis, hilf mir! Mach, dass es aufhört! Ich halte den Schmerz nicht mehr auf! Setz dem ein Ende, Verandis. Setz dem ein Ende, bevor ich... Nein, Verandis! Was habt ihr Layla angetan? Was habt ihr getan? Dafür werdet ihr bezahlen, Vampir. Ich habe jetzt das Sagen. Nichts kann mir verhindern, dass ich einfach die Hand ausstrecke und euch den Hals... Verandis? Montclair, nein! Kommt schon, Verandis, wir müssen von hier verschwinden. Also Entschuldigung, ich musste jetzt gerade nur lachen, weil der so, nichts wird verhindern, dass ich euch den Hals aufschneide. Und sie so, patsch, drückt ihn zur Seite und er hört auf zu reden. Bemerkenswert. Was für ein seltsames Gefühl neuer und alter Erinnerungen. Ich glaube, dass Rezal Jul diese Momente irgendwie aus meiner Erinnerung gestrichen hat. Aber ihr wart in der Lage, sie wiederherzustellen. Und jetzt versteht ihr, womit wir es zu tun haben. Ich bin mir nicht sicher, was ich da eigentlich gesehen habe. Die Verwirrung ist verständlich. Irgendwie hat sich die Macht des Relikts verändert, als ich mich dem Ritual angeschlossen habe. Ich habe Layla in ein Monster verwandelt. Ich musste sie töten. Und Montclair und die anderen, sie wurden zu Vampiren, die von der Macht des Relikts erfüllt waren. Wie konnte die entkommen? Dafür muss ich Gwendis danken. Sie hat mich dort herausgezogen, ehe Montclair und die anderen sich wieder berappelt hatten. Jetzt behauptet Montclair, dass er allem Tod und Leiden ein Ende bereiten möchte. Dass er den Thron von Ranzer zurückerobern will. Und das ist alles meine Schuld. Und was geschieht jetzt? Der Aileiden-Text bezog sich auf einen Außenposten in den Hügeln. Ich muss herausfinden, wo er liegt. Es könnte sein, dass wir an diesem versteckten Ort die Antwort darauf finden, wie man Montclair besiegt. Doch eins nach dem anderen. Ihr müsst euch erst um eine dringendere Angelegenheit kümmern. Und wir erhalten einen passgenauen Torso vom Set Dunkelschritt. Jetzt weiß ich, wie diese elende Sache begann. Und ihr wisst, wie ich, zu meiner großen Schande, Baron Montclair dabei geholfen habe, das lichtlose Überbleibsel zu erreichen. Aber jetzt zu dringenderen Angelegenheiten. Ich weiß, wo man Rezal Jul finden kann. Dann sollte ich dem verrückten Nagonia nachsetzen. Nicht so schnell, meine enthusiastische Freundin.
Meine Agenten haben erfahren, dass Rezal Jul im Westen zugeschlagen hat und noch in der Gegend ist. Hauptmann Janev, die jüngere Schwester der Gräfin Tamrit, hat ein Lager für Vertriebene und Flüchtlinge errichtet. Sie muss gewarnt werden. Ich kann sie benachrichtigen. Ich hatte gehofft, dass ihr das anbieten würdet. Meine Instinkte sagen mir, dass Rezal Jul die Flüchtlinge absichtlich überleben ließ. Das ist eine Falle. Es muss eine sein. Findet das Lager und erzählt dem Hauptmann, was ich erfahren habe. Dann helft ihr, diese Bedrohung ein für allemal zu beenden. Ich werde Hauptmann Janeve finden und sie vor Rezal Jul warnen. Ja, da diese Folge allerdings sehr, sehr, sehr lange geworden ist diesmal, machen wir hier einen schnellen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.